Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, mein Lieben. Heute zeige ich euch, was ihr alles als Augen verwenden könnt für eure Amigurumis. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit, normale Steckaugen zu nehmen, sondern es gibt noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, um Augen an eure Amigurumis anzubringen. Was ihr alles für Möglichkeiten habt, das erfahrt ihr jetzt in meinem neuen Video. Ich werde euch alles einzeln vorstellen und zeigen und ja, los geht's. So, wir beginnen mal mit Augen zum Aufkleben. Das sind Halbperlen, wie ihr seht, die aufgeklebt werden. Habe ich mir einmal bestellt, um es zu probieren, bin aber davon abgekommen, weil mir die nicht so richtig gefallen, weil die von den Amigurumis dann früher oder später einfach abfallen. Ich habe die auch schon mit Heißklebepistole festgeklebt, da hat sich hier vorne der Lack gelöst, also auch ziemlicher Quatsch und hat mir einfach nicht gefallen. Unten in der Infobox verlinke ich euch wie immer alle Links, wo ich meine Sachen bestellt habe. Ich bin ja ein großer Amazon-Besteller, weil ich stehe total auf Amazon. Und ja, wie gesagt, alle Links unten in der Infobox für jedes Produkt. Hier meine absoluten Lieblinge, Sicherheitsaugen. Also ich finde, es gibt nichts Besseres. Ich finde, es sieht am authentischsten aus und ich stehe einfach auf Sicherheitsaugen. Ich habe euch hier meine kleine Auswahl bereitgestellt. Hier die kleinsten, die ich habe, benutze ich eigentlich auch sehr wenig, weil ich ziemlich große Sachen häkle. Und hier wollte ich euch nochmal zeigen, gibt es auch rechteckige bzw. so ovale, nicht nur runde. Dann hier 5 mm große, 1 cm große und die, die ich am meisten benutze, die 2 cm großen, weil die mit dem schönen Glanz einfach richtig gut aussehen. Also steht total auf Sicherheitsaugen. Ja, hier mal eine kleine Auswahl. Ich habe natürlich noch mehr davon. Und ja, die habe ich mir mitbringen lassen, also in den Mengen. Aber ich werde euch trotzdem unter der Infobox natürlich einen Link verlinken, wo ihr welche bestellen könnt. So, des Weiteren, was ich auch noch ab und zu mal verwende, sind ganz normale Perlen. Ups. Die man einfach aufhedelt. Die habe ich natürlich auch in verschiedenen Varianten, wie ihr seht. Die habe ich mal, weiß ich gar nicht so genau, die habe ich schon ewig lange, die habe ich mal in einem Perlenshop bestellt. Muss mal also gucken, ob ich den finde. Aber Perlen könnt ihr zum Beispiel auch verwenden, normal auffädeln und dann einfach mit einer Nadel und einem Faden annähen. So, als nächstes könnt ihr natürlich auch verwenden Knöpfe. Also wenn ihr zwei gleiche habt, ich habe jetzt eine blöde Packung erwischt. Einfach die Knöpfe annähen und zum Beispiel mit einem Filzstift das Innere schwarz malen. Dann habt ihr auch schöne Pupillen, die ihr verwenden könnt. Oder einfach schwarze Knöpfe nehmen oder weiße Knöpfe und malt diese schwarz. Die werden natürlich auch wieder normal mit Nadel und Faden angenäht. Auch eine Variante, um eure Augen anzunähen, könnt ihr zum Beispiel auch Zwirn nehmen oder Baumwolle oder einfach normales Garn. Und einfach mit verschiedenen Stichmustern eure Augen skizzieren an eurem Amigurumi, was ihr gehäkelt habt. Die letzte Variante, die ich euch zeigen kann, ist noch Bastelvlies. Das gibt es überall zu bestellen. Ihr könnt so einzelne Blätter kaufen, so wie ich das mache. Die kosten vielleicht 50, 90 Cent, vielleicht aber auch 1 Euro. Dies könnt ihr ausschneiden und dann einfach zum Beispiel mit einem Filzstift eine Pupille malen oder ihr nehmt euch dann euer Sicherheitsauge, was ihr darauf steckt, um das Weiß von eurem Auge zu machen. Und dann könnt ihr das aufkleben, ansticken auf euer Amigurumi. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und teilt es mit euren Freunden. Jetzt am Anschluss kommt ein Video, wie ihr selber Amigurumi-Augen häkeln könnt. Das geht ganz schnell und einfach. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.